Hi zusammen, ich war gestern in der Stadt und Zara und Lush hatten Schlussverkauf, aber auch ganz viele andere Läden und ich wurde bei Lush und bei Zara fündig und auf Lush habe ich mich auch schon sehr gefreut, denn letztes Jahr hatten sie auch 50% auf sehr viel im Sortiment und da bin ich auch schon mit einer riesen fetten Beute aus dem Laden gegangen und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Lush auch wieder 50% auf alle Weihnachtsartikel und auch auf ein paar Standardsortimentartikel reduziert hatte. Und ich habe mir bei Lush zwei Produkte gekauft, denn ich habe noch sehr viel von letztem Jahr im Vorrat. So groß ist die Tüte, es sind aber trotzdem nur zwei Produkte. Aber ich möchte sie euch nicht vorenthalten, weil vielleicht kommt ihr ja noch zu Lush und die Preise sind einfach unschlagbar. Zuerst habe ich ein neues Haarshampoo gesucht, denn ich wollte das auf hier YouTube gehypte Rehab unbedingt mal ausprobieren, nachdem es sehr viele sehr gehypt hatten. Leider war das Rehab-Shampoo nicht auf die Hälfte reduziert. Deswegen habe ich mir dann mal ein paar andere angeschaut und es gab leider nur die Mini-Flaschen, aber ich dachte, zum Ausprobieren sind die doch auch ganz gut geeignet. Und die haben regulär 7 Euro gekostet und haben natürlich jetzt nur noch 3,50 Euro gekostet und da habe ich mir dann mal ein Shampoo zum Ausprobieren mitgenommen. Das ist das I Love Juicy. Das riecht wirklich verdammt gut und ich habe es auch heute schon für meine Haare verwendet. Ich habe mir gerade die Haare gewaschen damit und ich bin wirklich begeistert bis jetzt. Es werden sich jetzt einige fragen. Ich habe ja das Paul Mitchell Shampoo sehr gehypt und ich mag es auch wirklich sehr gerne. Es hat eben nicht diesen langanhaltenden Effekt, dass man sich seltener die Haare waschen muss. Ich muss sie genauso wie mit meinem Silikon-Shampoo jede 2 Tage waschen, weil es einfach immer diesen Fettfilm auf den Haaren an dem Haaransatz hinterlässt. Und dieses Shampoo soll dafür sorgen, dass das Fett sehr reduziert wird und somit habe ich auch die Hoffnung, dass ich vielleicht dadurch seltener die Haare waschen muss, vielleicht alle 3 oder 4 Tage, das würde mir auch schon reichen. Und hier steht drauf, da steckt genug Saft drin, um eine ganze Stadt aufzurütteln. Fruchtig erfrischendes Shampoo mit Mango, Ananas, Kiwi und Papaya, das auch das öligste Haar quietschsauber macht. Im nassen Haar aufschäumen und gut auswaschen. Positiv ist mir schon vorhin beim Haarewaschen aufgefallen, dass es die Haare wirklich sehr schön weich macht und es lässt sich sehr gut verteilen im Haar, weil das ist auch immer so ein Riesenmanko bei vielen Haarshampoos, dass es einfach, man braucht so viel von dem Produkt, bis man durch die ganzen Haare damit kommt. Und da braucht man auch wirklich sehr wenig. Ich habe es einmal verwendet und die Flasche ist immer noch voll. Das ist jetzt die 100 Milliliter Flasche. Die ist auf die Hälfte reduziert, statt 7 Euro nur noch 3,50 Euro. Und deswegen dachte ich, probiere ich das mal aus. Dann habe ich mir noch ein Duschgel gekauft, das Snow Fairy, das ist die 500 Milliliter Flasche und die hat statt 20 Euro nur noch 10 Euro gekostet. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, denn ihr kennt bestimmt diese rote Zahnpasta für Kinder und genauso duftet die und ich glaube, ich werde mir mal wieder diese Zahnpasta ansehen. Ich bekomme da richtig Lust drauf, weil ich finde, das riecht einfach... Oh, es riecht so unglaublich lecker und ich habe mich damit auch schon heute Morgen geduscht und ich kann sagen, es hinterlässt einen wirklich sehr schönen, angenehmen Duft auf der Haut. Nicht so extrem süß, wie wenn ich jetzt an der Flasche rieche, aber auf der Haut, finde ich, riecht es nochmal ein bisschen leichter, ein bisschen anders, aber ich mag es sehr gerne. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich mir das gekauft habe. Dann machen wir weiter mit dem Zara Haul. Denn Zara hat jetzt auch jede Menge Sale. Es gibt teilweise Sachen bei Zara, da lohnt sich das Sale meiner Meinung nach nicht. Da gab es jetzt Jeanshosen, die waren von 40 Euro auf 30 Euro reduziert. Oder auch ganz viele Kleider von 60 Euro auf 50 Euro. Also ich finde 10 Euro für so einen riesen Sale finde ich dann schon ein bisschen wenig. Aber ich habe andere Dinge gefunden, die waren dann super reduziert. Ich habe mir zum einen eine Mütze gekauft. Die habe ich schon seit längerem im Auge. Und ich hätte sie mir auch damals fast für den Originalpreis gekauft. Und zwar hat sie 30 Euro gekostet und ist jetzt auf 12,99 Euro reduziert. Das ist diese Eskimo-Mütze und ich fand die schon damals so schön.
Die hat hier Lederbänder unten drunter. Das Lederband ist mit Nieten besetzt, finde ich sehr stylisch. Und die Mütze hält auch unglaublich warm und ich finde die richtig cool. So sieht die Mütze aus. Also sie sieht irgendwie schon sehr speziell aus, aber ich finde, bei tiefstem Schnee und wenn es dann wirklich sehr, sehr kalt draußen ist, finde ich diese Mützen sehr cool. Und nur noch 12,99 Euro, da habe ich mich sehr drüber gefreut und die ist echt kuschelig weich. Dann habe ich ein T-Shirt gefunden, denn ihr ja wisst, ich liebe Totenköpfe und da habe ich mich sehr gefreut, als ich dieses Shirt entdeckt habe. Das ist dieses rosane T-Shirt. Das ist eine ganz andere Art von Totenköpfen, finde ich. Denn es sieht hier so sehr mädchenhaft und verspielt aus durch dieses rosafarbene Shirt und diesen Glitzersteinchen außenrum und diesen Gold an den Augen. Aber ich muss sagen, ich finde, das ist ein super cooler Stilbruch und ich dachte mir, für den Sommer finde ich das wirklich sehr schön, dieses hellrosa Shirt. Und das Shirt war von 16,95 Euro auf 9,99 Euro reduziert. Es hat auch ein sehr schönes Material, es ist sehr locker und luftig. Und das mag ich wirklich sehr gerne, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und die haben noch sehr viele andere Shirts mit Totenköpfen, aber das hat mir jetzt am besten gefallen. Dann habe ich mir noch was gekauft. Das ist das Highlight. Also das musste ich mitnehmen. Oh mein Gott. Ich habe mich so gefreut, als ich es da liegen sehen habe. Denn es gab es nur noch ein einziges Mal und es lag auch nicht mehr an seinem Platz. Es lag schon auf anderen Klamotten. Es sah aus wie ein Bombeneinschlag. Und da lag eben in der Mitte Overall. Und jetzt passt auf. Voll besetzt mit Glitzer. Der ist voll besetzt mit Pailletten. Das ist so ein Jumpsuit, wie man sagt, oder ein Overall. Und ich kann mir den sehr gut vorstellen zu besonderen Anlässen. Ich denke, ich werde ihn auf jeden Fall an Silvester tragen. Und der war von 70 Euro auf 29,99 Euro reduziert. Und so sieht dieser Overall aus. Oh, ich finde den so schön. So sieht eben dieser Ausschnitt aus. So sieht eben dieser Overall aus. Und ich kann ihn mir auch sehr gut vorstellen, wenn das so ein bisschen too much ist mit den ganzen Pailletten. Denn der ist ja über und über mit Pailletten besetzt. Von oben bis unten, bis zur Hose, von diesem angenähten Shirt sozusagen. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, einfach ein sehr schönes Shirt darüber zu tragen und dann einfach diese Glitzerhose. Und dann finde ich, ist das Outfit auch schon perfekt. Und das ist der Overall und ich freue mich total, dass ich den gefunden habe. Den gab es auch nur noch einmal. Und ich wurde im Laden ungefähr dreimal angesprochen, wo ich den liegen sehen habe. Und da waren ganz viele scharf drauf. Da wurde ich sehr oft wegen angesprochen. Aber ich habe ihn dann gekrallt und habe ihn nicht hergegeben. Und das war das, was ich mir gestern im Zara und im Lush gekauft habe. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielleicht konnte ich den ein oder anderen Tipp euch geben und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei dem, was ihr euch noch unbedingt kaufen wollt im Sale. Beeilt euch, denn es ist wirklich die Hölle los gewesen in der Stadt. So viel an Chaos, also der ganze Zara sah aus wie im Bombeneinschlag und deswegen beeilt euch, wenn ihr noch unbedingt etwas Bestimmtes haben wollt. Auch im Lush war schon einiges weg, aber ich hatte noch Glück. Das, was ich mir kaufen wollte, gab es Gott sei Dank. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.